Ich bitte um Geduld. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um ehrliche Antwort. Ich bitte um deine Hilfe. Ich bitte um Entschuldigung, es war mein Fehler. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich dich verletzt habe. Ich bitte um Entschuldigung, falls ich dich beleidigt habe. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich ihre Gefühle verletzt habe. Ich bitte um Entschuldigung, dich in dieser Weise gestört zu haben. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich deinen Brief nicht früher beantwortet habe. Ich bitte um Entschuldigung, mir war nicht bewusst, dass es so ernst ist. Ich bitte sie um Verzeihung. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich bitte dafür um Verzeihung. Ich bitte dich um Hilfe. Ich bitte sie um Hilfe. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung. Ich bitte noch einmal tausendmal um Entschuldigung. Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich nicht lächerlich. Machen Sie sich keine Gedanken. Bitte machen Sie sich keine Mühe. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Machen Sie sich um ihn keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen um das Baby. Machen Sie sich über mich bloß keine Gedanken. Machen Sie sich nicht die Mühe, das zu leugnen. Machen Sie sich nicht die Mühe, diesen Brief zu beantworten. Machen Sie sich nicht die Mühe, mich zur Türe zu begleiten. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich gemütlich. Machst du dich über mich lustig? Warum machst du dich nicht nützlich und holst du mir einen Kaffee? Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Vorwürfe. Mach dir keine Gedanken. Bitte mach dir keine Mühe. Mach dir keine Sorgen um uns. Mach dir keine Sorgen um mich. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Mach dir keine Gedanken, alles ist bestens. Mach dir keine Sorgen, ich habe damit Erfahrung. Alles ist in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht dein Problem. Mach dir keine Gedanken, das wird nicht wieder vorkommen. Mach dir keine Sorgen, der Krankenwagen ist bald hier. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich nie verlassen. Mach dir keine Sorgen, ich habe einen Plan B. Mach dir darum keine Sorgen. Mach dir darüber keine Gedanken. Mache dir um den Preis keine Sorgen. Mach dir über die Vergangenheit keine Gedanken. Mach dir über dein Testergebnis keine Gedanken. Mach dir um meinen Hund keine Sorgen. Mach dir über deine Familie keine Gedanken. Mir war nicht bewusst, dass jemand mich beobachtete. Mir war nicht bewusst, wie spät es war. Seine Anwesenheit war mir nicht bewusst. Passen Sie auf die Fußgänger auf. Passen Sie auf die Straße auf. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Passen Sie auf, wohin Sie treten. Passen Sie auf, was Sie tun. Pass auf dich auf. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was er sagt.
Pass auf, was du tust. Pass auf deine Zehen auf. Pass auf deinen Fuß auf. Pass auf, was ich sage. Pass auf, das tut weh. Pass auf, da ist ein Schlagloch. Pass auf, da ist ein Blitzer. Pass auf, da kommt ein Auto. Pass auf, da kommt ein LKW. Ich bringe sie zum Wagen. Ich bringe sie nach Hause. Ich bringe sie wieder nach Hause. Ich bringe dich nach Hause. Ich bringe dich zur Schule. Ich bringe dich hier raus. Ich bringe dich mit meinem Wagen nach Hause. Kann ich reinkommen? Du kannst reinkommen. Lass sie reinkommen. Möchtest du reinkommen? Sie können reinkommen. Können wir reinkommen? Bitte nicht reinkommen. Du kannst jetzt reinkommen. Kann ich jetzt reinkommen? Ich muss rausgehen. Wann wirst du rausgehen? Ich hörte ihn rausgehen. Willst du nicht rausgehen? Ich will nicht rausgehen. Du solltest heute besser nicht rausgehen. Wenn du rausgehst, schließe bitte die Tür. Mach das Fenster zu, bevor du rausgehst. Wir können nicht rausgehen, denn es regnet. Ich würde lieber rausgehen, statt drinnen zu bleiben. Meine Mutter sagte mir, ich solle nicht rausgehen. Gäbe es ein Problem, wenn ich rauche? Gäbe es ein Problem, wenn ich das Fenster zuschließe? Hättest du etwas dagegen, wenn ich helfe? Hättest du etwas dagegen, wenn ich fahre? Hättest du etwas dagegen, wenn ich hereinkäme? Hättest du etwas dagegen, wenn ich dich begleitete? Hättest du etwas dagegen, wenn ich hier schliefe? Hättest du etwas dagegen, wenn ich das Fenster öffne? Hättest du etwas dagegen, wenn ich hier rauchen würde? Hättest du etwas dagegen, wenn ich eine Pause machen würde? Hättest du etwas dagegen, wenn ich eine Frage stellte? Hättest du etwas dagegen, wenn ich mit deiner Schwester ausginge? Hättest du etwas dagegen, wenn ich mich hier setzen würde? Hättest du etwas dagegen, wenn ich restliche Milch tränke? Hättest du etwas dagegen, wenn ich morgen Abend mal vorbeikäme? Stört es sie, wenn ich rauche? Stört es sie, wenn ich hier rauche? Stört es sie, wenn ich das Radio anmache? Stört es dich, dass ich hier bin? Stört es dich, wenn ich mich neben dich setze? Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Glauben Sie an Wunder? Glauben Sie an Schutzengel? Glauben Sie an die Reinkarnation? Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an den bösen Blick? Glauben Sie an die Macht der Liebe? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Glauben Sie nicht an Wunder? Glauben Sie an die Liebe auf dem ersten Blick? Bis jetzt ist er überglücklich. Wo warst du bis jetzt? Bis jetzt waren sie gute Nachbarn. Wie gefällt dir Texas bis jetzt? Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Er hat bis jetzt 5 Bücher geschrieben. Bis jetzt haben sie sehr fleißig gearbeitet. Ich habe bis jetzt 3 Werke von Shakespeare gelesen. Bis jetzt war ich in mehr als 10 fremden Städten. Möchten Sie mit mir kommen?
Möchten Sie mit mir ausgehen? Möchten Sie mit mir schwimmen gehen? Möchten Sie mit mir zum Bahnhof gehen? Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Diese Uhr funktioniert nicht. Das Telefon funktioniert nicht. Das Radio funktioniert nicht. Die Heizung funktioniert nicht. Der Fernseher funktioniert nicht. Die Wasserspülung funktioniert nicht. Der Motor funktioniert nicht. Der andere funktioniert nicht. Das Licht funktioniert nicht. Der Beamer funktioniert nicht. Der Scheinwerfer funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Die Bremsen funktionierten nicht. Der Drucker funktioniert nicht. Der Ventilator funktioniert nicht. Das Internet funktioniert nicht. Das funktioniert nicht richtig. Dieses Gerät funktioniert nicht. Der Motor funktioniert nicht richtig. Diese Maus funktionierte plötzlich nicht mehr. Diese Methode hat nicht funktioniert. Diese Methode hat nicht funktioniert. Diese Strategie hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich warte auf jemanden. Ich warte auf niemanden. Ich warte auf ihn. Ich warte auf sie. Ich warte auf Inspiration. Ich warte auf meine Mutter. Ich warte auf seinen Anruf. Ich warte auf meine Freunde. Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf den Zug. Ich warte auf meinen Fahrer. Ich warte auf einen Telefonanruf. Ich warte auf deine Antwort. Ich warte auf den Richtigen. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf meinen Koffer. Ich warte auf Antwort von ihr. Ich warte auf Antwort von ihm. Ich warte auf die richtige Frau. Ich warte gewöhnlich auf niemanden. Ich warte nicht auf dich. Ich warte hier auf dich. Ich warte im Auto auf dich. Ich warte immer noch auf dich. Ich warte immer noch auf meine Bestellung. Ich warte seit 3 Stunden auf dich. Ich warte noch immer auf mein Geld. Kannst du bitte mein Handy aufladen? Kann ich mein Handy hier aufladen? Mein Akku ist fast leer. Hast du ein Ladekabel für mich? Ich lade dich zum Mittagessen ein. Ich lade dich auf einen Drink ein. Ich lade dich zum Sushi-Essen ein. Gibt es in Deutschland Erdbeben? Gibt es in Deutschland Überschwemmungen? Gibt es in Deutschland Skorpione? Gibt es in deinem Leben jemanden? Gibt es in der Nähe ein Telefon? Wie viele Sprachen gibt es in Europa? Gibt es in dem Hotel einen Andenkenladen? Wie viele Brücken gibt es in London? Wie viele Länder gibt es in Afrika? Gibt es in Japan ein ähnliches Sprichwort? Gibt es in diesem Zug einen Schlafwagen? Gibt es in der Nähe ein Restaurant? Gibt es in der Nähe ein Postamt?
Gibt es in der Nähe eine Toilette? Gibt es in diesem Gebäude einen Aufzug? Wie viele Moscheen gibt es in Istanbul? Wie viele Jungs gibt es in eurer Klasse? Wie viele Katzen gibt es in diesem Haus? Wie viele Sterne gibt es in unserer Galaxis? Wie viele Schüler gibt es in deiner Klasse? Wie viele Personen gibt es in Ihrer Familie? Wie viele Zimmer gibt es in Ihrem Haus? Gibt es in der Nähe ein gutes Restaurant? Wie viele Wörter gibt es in der englischen Sprache? Feen gibt es nur in Märchen. Gibt es ein Klo in der Nähe? Gibt es eine Toilette in der Nähe? Gibt es den in einer anderen Farbe? Gibt es dieses in Grün? Gibt es dies in andere Farben? Haben Sie noch etwas Besseres? Haben Sie noch etwas noch Helles? Haben Sie noch etwas Helleres? Haben Sie nicht noch etwas anderes? Haben Sie noch etwas zu sagen? Haben Sie noch etwas anderes gefunden? Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Haben Sie sonst noch etwas gefunden? Das hat mir gefallen. Der Film hat mir gefallen. Deine Geschichte hat mir gefallen. Das Buch hat mir gefallen. Dein Kommentar hat mir gefallen. Tom hat mir nie gefallen. Fliegen hat mir nie gefallen. Toms Idee hat mir nicht gefallen. Was Mary getan hat, hat mir nicht gefallen. Das bunte Kleid gefällt mir besser. Das neue Haus gefällt mir besser als das alte. Das rote Kleid gefällt mir besser als das weiße. So gefällt er mir besser. Gelb gefällt mir besser. Bitte verpacken Sie es. Können Sie ein Geschenkpaket machen? Dankeschön, Sie brauchen es nicht zu verpacken. Können Sie eine Tüte geben? Bitte schicken Sie es an diese Adresse. Akzeptieren Sie Kreditkarten? Akzeptieren Sie Mastercard? Akzeptieren Sie Visakarten? Können Sie nicht ein wenig Ermäßigungen? Das ist mein letztes Angebot. Ich möchte in 4 Raten zahlen. Wir haben auch noch andere Farben. Wir haben auch noch andere Modelle. Das ist genau für Sie. Es passt Ihnen ganz genau. Dieses Jahr sind diese sehr in Mode. Geht ohne mich. Fahrt ohne mich. Macht ohne mich weiter. Fangen Sie nicht ohne mich an. Fangt nicht ohne mich an. Iss nicht ohne mich. Ich bin einsam ohne dich. Alles ist besser ohne dich. Ohne dich bin ich traurig. Ohne dich bin ich nichts. Ohne dich gehe ich nicht. Ohne dich fahre ich nicht. Ich machte es ohne dich. Ich kann nicht ohne dich leben. Mein Leben bedeutet nichts ohne dich. Was soll ich ohne dich machen? Ich kann nicht ohne dich sein. Wir schaffen das nicht ohne dich. Ich fühle mich ohne dich verloren. Mein Leben wäre völlig leer ohne dich. Ohne dich hätte mein Leben keinen Sinn. Die Welt dreht sich auch ohne dich. Ich will das nicht ohne dich tun. Diese Stadt ist kalt und einsam ohne dich.
Was täten wir nur ohne dich? Was tätest du ohne uns? Es geht um Leben und Tod. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um dich. Es geht ihm nur um Aufmerksamkeit. Es geht ihr nur um Aufmerksamkeit. Es geht nicht um das Geld, oder? Hier geht es nicht um mich. Hier geht es nicht um uns. Hier geht es nicht um Geld.